So, willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon. Mit mir, Zed, oder auch Sven genannt. Könnt ihr euch aussuchen. Ja, total geil. So, die Kiste ist immer noch versperrt. So ein Mist. Okay, wie im letzten Part schon erwähnt, müssen wir noch Klug, oder ich hab's auch nicht erwähnt, müssen wir auf jeden Fall Klug und Chio finden, oder Chiro. Ich könnte ja, wie ihr wollt, aussprechen eigentlich. So, egal, suchen wir sie mal. Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Ein schöner Abend, nicht viele Leute unterwegs. So lange konnte ich keine frische Luft atmen. Du erkundigst dich nach deinen Freunden. Hier ist keiner gewesen. Sollten Sie nicht drüben beim Rathaus sein? Rathaus. Ja, bevor ich hier nochmal gehe, ich muss hier mal den Ding anmachen, den Springer. Wie einer wäre. Alter, kannst du mir sagen, wo es hier runter geht? Ist unmöglich. Wo geht's denn hier runter? Let's Play, finde den Weg nach unten. Ah, da unten, da geht's lang. So. So, ist immer da. Ist immer unten. Zubehörladen, da sind wir vorher gewesen, super. Mann, ich und mein Orientierungssinn. Ach, egal, mal schauen, wo sie sind. Da hinten gammelt er immer noch ab. Und wie ein Ladescreen. Wie ich die. Hab ich schon mal gesagt, dass ich die Teile liebe? Klug. Ich habe die Medizin für morgen gemischt. Danke. Ich wollte schon Ärztin werden, als ich noch ganz klein war. Ich hätte aber nie mit so vielen Patienten gerechnet. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist gut. Alle schlafen ganz ruhig. Du schläfst dagegen offenbar schlecht. Naja, du schläfst ja auch nicht. Du bist aufgewacht und ich war, nun ja, besorgt. Danke. Sie schläft anscheinend schlecht und er auch wahrscheinlich. Gut, super. Ah, sie geht noch weiter. Weißt du? Ich habe große Angst. Angst? Ja, vor dem Morgen. Weil wir dann herausfinden, ob das Medikament gewirkt hat. Ich war vielleicht 8 Jahre, als mein Vater die Leute behandelt hat. Was ist, wenn ich es mir falsch gemerkt habe? Alles wird gut. Als Manomaru unbedingt hören wollte, dass alles gut gehen wird, dachte ich nur, und wenn nicht? Plötzlich begriff ich, dass das Leben dieser Leute von mir abhing. Dieser Gedanke lässt mich jetzt nicht schlafen. Aber du musst wenigstens ein wenig schlafen. Sie werden morgen immer noch Hilfe brauchen, wenn das Schlimmste vorbei ist. Nett von dir, Jiro. Ich mache mir einfach Sorgen um dich, weißt du? Danke. Du versuchst immer allein klarzukommen. Ich meine, wenn andere da sind, wein ruhig, wenn es dir hilft. Dann kann ich. Du hast recht. Du weinst manchmal, wenn du allein bist. Was? Shu hat es mir gesagt. Er wusste davon. Tränen können deinen Schmerz lindern. Wein ruhig so viel du willst. Oh, Jiro, vielen Dank.
magische Worte. Und ich merke gerade, ich habe was vergessen im Wald mit der Toten, die Maschine abzustellen. Geile Sache. Muss ich auch noch machen. Ich fühle mich wieder wie 20, Schatz. Oh, ich strotze vor Energie. Am liebsten hätte ich noch ein Kind. Ja. Liebling, du bist ja wild. Oh, tanze mir den Tanz der Freude. Oh. Zeigen wir unsere Dankbarkeit. Tja, jetzt sind alle glücklich. Und tanzen ihren Tanz der Freude. Das wäre mal mit. Ich kann das nicht, schade. Was passiert, wenn ich mich hier hinten stelle? Sehr episch und viel gemacht, wirklich. Und Chu schaut einfach nur die Mutter an. Episch. Na, ja, kann ich laufen. Danke. Gut, was hat er noch zu sagen? Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Retter des Volks der Divi. Danke. Kommt zu uns, wenn ihr etwas braucht. Wir werden alles tun, um euch zu helfen. Ah, wir kommen also hier alles umsonst. Gut, ich nehme das ganze Gebäude hier. Bitte einpacken. Ach, ist das doch arschlich. Oh, Entschuldigung, in diesem Ausdruck ist. Tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Das wollte ich eigentlich nicht. Manumaro, meine Güte, komm mit. Was ist das? Was ist das? Was? Was ist los? Du hast Großes geleistet, Manumaro. Mit ihrer Hilfe! Manumaro, sieh dir das an! Was ist das? Das habe ich gerade aus dem Brunnen gezogen. Den Brunnen? Sieh genau hin, Manumaro. Ich glaube, das Zeichen sieht genauso aus wie das des Bohrers, den dir der alte Mann gab. Dann ist es also doch Nenes Schuld, dass die Menschen im Dorf krank sind. Das Schwein! Das soll er büßen! Manumaro, überlass uns den Rest. Hey, er muss dafür bezahlen, was er unserem Dorf angetan hat. Maru, komm mit! Hä? Deine Eltern sind doch wieder gesund. Deine Arbeit ist getan. Was kann man mehr wollen, als dass es der Familie gut geht? Dieses Mal wird Maru euch helfen. Was? Nehmt Maru mit! Nur Marus Dorf wurde gerettet. Das ist nicht richtig! Okay, gehen wir.
Ah, Manu Maru wird uns also uns helfen. Gut, das finde ich nice von ihm. Netter Bursche. Und wo ist das Gefäß hin? Wo haben die kleinen... Hallo? Was hingemacht? Hallo? Verlasst ihr uns schon wieder? Bleibt doch noch ein wenig. Nein, ich will das Gefäß haben, verdammt nochmal. Hast du's? Man sieht es ihm nicht an, aber Manuaru ist sehr tapfer. Er wird euch eine große Hilfe sein. Ja, ist mir egal, wo ist das Gefäß hin? Hallo? Ich will das Gefäß haben. Hat es hier einen Brunnen gemacht? 10 Gold, ich will das Gefäß haben. Hallo? Die kleinen Kinder haben es bestimmt geklaut. Hallo, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hier geht's super, ich kann herumlaufen und bin nicht mal aus der Puste. Super, nice. Ist ja super nice. Na egal, ich werde es abspeichern und dann höre ich für heute auf. Ich bin jetzt schon 3 Stunden am Spielen, ey. Das reicht langsam. Auch wenn ich in diesem Part nicht viel geschafft habe. Naja, ist auch egal. Ja, ich glaube, das war der Part, wo ich am wenigsten gesagt habe, weil so viele Cutscenes drin waren. Na egal, darf ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Blue Dragon und danke fürs Zusehen.